Enshu Falana, auf Wiedersehen und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play WoW, WoD, die Allianz. Wir sind mitten noch im Dungeon drin, im Palast der Mogushan, sind fast Level 88 sogar. Und ne, Level 88, Trapes Lieblingslevel, wissen wir alle, sind jetzt kurz vorm Endboss und können dann die beiden Quests hier abgeben. Was gibt's denn da Schönes? Schulter, nee, Armschienen. Die sogar gar nicht mal so schlecht sind. Critical Strike Mastery. Weiß nicht, also Mastery klingt für mich halt irgendwie immer so besser. Aber Haste ist eigentlich doch ganz gut. Also ich glaube, Haste Mastery ist, glaube ich, so das, was ich am liebsten hätte. Ja. Haste habe ich aber auch ganz gut eigentlich schon. Na, dann gehen wir mal auf Mastery. Nehmen wir mal die Mastery gleich mit. Ich sag gleich mit, weil das hier ist echt kein großes Ding mehr. Ne, mit Level Gear und so diesen Boss zu legen. Ich stun halt einfach nochmal rein. Ich meine, warum nicht? Kann ja auch mal ein bisschen reinstunnen. Und ihr seht, sobald hier irgendwie mehr als ein Add kommt, macht der DK echt ordentlich Damage. Also mehr als ich. Wahrscheinlich ein Frost-DK. Ich will jetzt mal in meiner unendlichen Weisheit so behaupten. So, haben die jetzt nochmal alle was abgekriegt? Dann stunnen wir nochmal direkt nach. Ah, fallen ganz gut um. Also fürs Leveln ist eigentlich Affliege, finde ich, ganz schön. Weil man halt viel machen kann. Aber hier für Dungeons und so. Für den Raid kann man, glaube ich, auch ganz gut was machen. Aber irgendwas mache ich halt falsch. Von daher. Hab auch einfach mal keine Soulstones gesetzt. Das ist natürlich auch wieder ein ganz böses Bäbä. Macht man nicht. Dafür laufe ich aber aus dem Shit raus hier. Alter, ernsthaft? Alter! Wirft mich einfach andauernd weg. Ja, komm. So, geht doch. Kann ja nicht wieder was machen hier. Wenigstens tickt meine Dots dann immer nochmal so ein bisschen weiter. Bin ich ja hier auch bald nochmal einen Seelensplitter wieder, oder nicht? Nehme ich irgendeinen 20 Sekunden Cooldown? Da kam einer. Können wir nochmal reinzwiebeln. Ja, jetzt sind wir wieder relativ weit oben mit dabei. Läuft doch. Beides nichts für uns. Und wir können hier unsere Quests abgeben. Kriegen wir jetzt irgendwelche Belohnungen? Ja. Nehmen wir das Mastery-Ding mit. Und gut, die Hose ist eigentlich auch Latte. Bringt mehr Gold. Gut, dann können wir uns wieder hier verpissen. Sind Level 88 geworden. Sogar mit 19%. Ist gar nicht mal so schlecht. Und kriegen nochmal Item-Schuhe. Nicht schlecht. Da haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Haste drauf. Das ist natürlich nice. Und wir können jetzt hier, ne, hier haben wir Bankzugriff. Oh, hello. Da kann ich mal. Achso, die Handschuhe kann ich jetzt auch hier anziehen. Hab ich ganz vergessen. Tell me of your kann ich jetzt endlich mal hier den Kram ablegen, den ich ablegen wollte. Die Handschuhe brauche ich nicht. Sah die irgendwie cool aus? Nee, bin ich so. So, wir haben hier noch Banker, lauter Leute stehen. Gildenbank, an die wir nicht ran können, weil, naja, wir haben halt eben einfach keine Gilde. Ja. Von daher lohnt sich das nicht. Und, achso, ist hier unten, wo ich die Quest abgeben muss? Will ja auch die Quest wenigstens noch abgeben. So, haben wir mal einen kleinen Dungeon-Part auch gehabt. Ist doch auch ganz schön. Wo gehen wir denn jetzt am besten mal hin? Bin da echt noch ein bisschen am überlegen. Erstmal gucken wir, glaube ich, mal kurz nach unserem Transmog-Kram. Haben wir eigentlich einen schönen Stab noch irgendwo? Weil ich meine, der Stab sieht irgendwie schon ein bisschen scheiße aus, ne? Gefällt mir jetzt nicht so ganz. Gucken wir mal. Hat irgendwas? Ja, komm, der sieht ein bisschen besser aus. Nehmen wir den doch. Was haben wir hier Schönes? Sieht die gut aus? Die? Die? Naja, die hier sieht eigentlich ganz schön aus. Nehmen wir die. Handschuhe bringt nichts. Gürtel nicht.
Hose, gut, Hose sieht man sowieso nicht, von daher ist das egal. Schuhe sieht man halt auch nicht am Morgen, ist auch egal. Den haben wir ausgeblendet, Schultern auch nichts. Gut. Haben wir ein schönes Transmog. Jetzt halt die Frage, wo questen wir? Kunlei, Tonlongsteppe. Gehen wir, glaube ich, in die Tonlongsteppe, oder? Aber das macht sogar meistens Sinn. Tonlongsteppe. Kommen wir da irgendwie einfach hin? Kann ich mich da hinfliegen lassen? Nee, ne? So fortschrittlich ist es hier dann leider doch nicht. Oder? Geht das? Greetings. Nee. Ich kann mich aber zu Westwind wieder fliegen lassen und dann geht's am besten schneller. Kann mir jemand sagen, wo der Fluglehrer ist? Ja, wo bist du denn, Bro? Wer, was und wieso bist du denn? Pink Fluffy, Unicorn, Melon, der Schwein. Direkt neben dem Flugmeister auf der Wolkenschlange. Ja, kann man auch mal Leuten ein bisschen helfen. Muss ja auch mal sein, so ab und zu kann man das ja mal machen. So. Ja, wir fliegen gerade Richtung Westwind noch. Moment, ich muss dir mal kurz antworten. So, dann müssen wir jetzt weiter. Ich würde natürlich unendlich gerne fliegen können, aber ja, geht halt leider nicht. Es geht halt leider nicht. Aber wir können uns jetzt Richtung Tonlongsteppe von dannen machen und vielleicht können wir dann nochmal irgendwann einen Dungeon machen. Ich meine, wir hinken hinter dem Hordler echt extrem sehr und ich weiß nicht warum. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Weil ich level nicht langsamer. Ich weiß es nicht. Aber wir können mit dem Hordler ja dann nochmal BWL reinrennen und so. Bin ich mittlerweile ganz gut auch drin durchzurennen. Kann ich mittlerweile. Wir haben ja wieder eine neue Woche, neue ID. Alles kein Ding. War bis heute Morgen um 4:30 mit Matze und Rombo und Garandiwitz und der guten Kaisha im Mythic Dungeons. Ja, wir haben sie alle durchgezogen von 1 an. Jetzt auf meiner Webseite www.morelnoir.de unter Playlist, die offizielle Matze-Playlist. Die lief dann ab 1 Uhr heute Morgen durch, bis um 4:30, weil Matze sich Musik gewünscht hat und dann habe ich ihm diesen Wunsch erfüllt. Ja. Deshalb war er ganz glücklich, auch so von der musikalischen Auswahl. Wir müssen jetzt wirklich hier einmal komplett durch, weil hier oben ist das Tor erst. Das finde ich halt auch ein bisschen blöd gemacht, aber gut. Für Leute, die schnell leveln wollen wie ich, ist das dann natürlich immer ein bisschen blöd. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, finde ich. Also wir hatten Spaß und haben hier Blutschlägerminen, haben wir echt in einer Viertelstunde durchgezogen. Matze ist da durchgerannt wie nichts. Ich bin mit meinem Priester dabei gewesen, habe jetzt auch mal einiges an Punkten mir organisiert, sodass ich jetzt auch mal ordentlich Kram eben upgraden kann. Vom Item-Level her, ne, gibt ja 10 Item-Level, die man da weiter mitmachen kann, will, wird und muss eigentlich auch fast. Ich versuche natürlich dann nur alles abzugraden, was so Richtung Heroik geht, ne, also alles so ab 710 grade ich eigentlich ab, je nachdem. Weil wenn ich das upgrade, kriege ich halt ordentlich was dazu. Und das nächste, das Beste, was halt droppen kann in Heroic, ist 720. Also wenn ich 710 upgrade zweimal, bin ich auf 720. Das ist Archimonde HC. Ne? Also quasi Endboss-Niveau. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut. Ja, wir sind immer noch nicht durch hier. Ne? Es dauert echt Ewigkeiten, hier lang zu rennen. Sis, tut mir leid. Aber gut, muss man durch. Ist hier eigentlich irgendwo noch dieser Ochse? Steht er nicht hier irgendwie mit dabei? Was? Verisa? Windrunner, echt? Ist sie da? Ist die echt da? Ja, Verisa Windrunner. Ist echt da. Achso, ja, wegen der Insel des Donners. Ja, okay. Ja, muss man mir auch mal gesagt haben. Okay. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Ich finde es eigentlich ganz schön hier in Pandaria. Also mir gefällt so der Artstyle ganz gut.
Ich bin da auf jeden Fall auch gerne mit dabei. Ist richtig schön. Ist einfach richtig schön. So, einmal Flugpunkt natürlich sichern. Dann sprechen wir Taran zu, der uns nämlich jetzt hier ein bisschen was zum Questen aufgibt. Und ich würde gerne meinen Ruhestein auch wieder hier hinsetzen. So. Am Item Level 415, das ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Wir können fast müffig raiden gehen. Auf jeden Fall. Ne? Fehlt ja nur ein bisschen was an Item Leveln. So, kriegen wir die jetzt. Muss jetzt hier diese Charger alle töten. Und ich die einfach mit meiner Affliction erwischen? Nee. Haben die so gar keinen Bock drauf? Jedenfalls nicht so wirklich. So, komm, holen wir uns mal hier ein bisschen was. So. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt da kriege. Von denen. Die ticken aber auch ganz gut runter. Jetzt einen habe ich jetzt bekommen, oder was? Ernsthaft? Von den ganzen Leuten, die ich da getaggt habe, einen? Das finde ich echt ein bisschen schwach, Bledsort. Das finde ich schwach. Muss die wohl doch irgendwie so solo... Das steht da hinter mir. Muss die wohl doch irgendwie so solo machen, ne? Ja, wenn ich den Todesstoß bringe, dann sind das meine. Ja, einfach mal durchdotten. Vielleicht habe ich ja Glück. Und irgendeiner von den beiden erbarmt sich zu sterben an meinem Kram. Ja, der hat natürlich wieder... Ernsthaft? Seriously? Ja, komm, ey. Charge halt auf ihn los. Kein Ding. Aber das ist jetzt wenigstens... Das ist halt auch nicht meiner. Ey, wie soll ich das denn bitte hinkriegen, wenn die mir alle das... hier kaputt machen. Was soll denn das? Komm, ich zieh mal mein Trinket. Und das hätte ich nicht tun sollen. Das war schlecht. Das war nicht so schön. Aber ich kann jetzt erstmal meinen Dings wieder anreißen. Mein Life Gem. So, der Cooldown. Komm, holen wir den nochmal mit. Den nochmal. Ja, jetzt despawn meine Tentakel, wirklich in dem Moment, wo ich sie gebrauchen könnte, wirklich. Das war jetzt ungut. Müsste mal gucken, ob ich da vielleicht einfach mal meine... So, das ist jetzt aber... ist der letzte gewesen gerade. Das ist ja schön. War gerade überlegen, ob ich da nochmal meinen Infernal reinschmeiße, aber... Hat sich nicht gelohnt. Hat sich einfach nicht gelohnt. Wir haben einen roten Mechano-Strider. Sieht auch schön aus. Na? Würde auch gerne mal so ein paar ältere Spiele wieder mal spielen. So, Banjo-Kazooie oder sowas. Ich habe auf meiner Wii U besitze ich momentan Donkey Kong 64. Das wollte ich auch als mal ein bisschen weiterspielen. Da komme ich aber auch wirklich nicht mehr wirklich zu. Also ich habe auch gestern durch das viele... Ja, Rennen von Mystic Dungeons und wir sind in HFC drin gewesen und so. Das hat mir einfach sehr, sehr viel Zeit gefressen, die ich eigentlich für andere Dinge verplant hatte. Aber muss man halt auch einfach mal mit leben, ne? Das kann einfach mal passieren, dass sowas vorkommt und dann steht man halt, muss man halt einfach ein bisschen drüber stehen. So. Ne, den will ich. Nein, den will ich nicht. Ich kann erstmal nochmal hier was nehmen. Warum greifst du mich denn an, Junge? Du willst doch da auf sie loschargen, oder? Achso, du bist immer noch meiner. Sorry, habe ich nicht gesehen. Was ist das denn hier? Wir sollen einen Jack. Sollen wir antreiben. Diese Viecher. Lass die mal ein bisschen hier aggro schieben. Ja, kennen wir. Hier ist ordentlich was von diesen Jacks auch. Die hauen aber auch mir gut in die Fräse. Und enragen jetzt. Aber kriegen halt einfach von dem Jack so dermaßen in die Fresse, dass sie umfallen. Richtig schön. So. Komm, Jack. Tu, was du tun musst. Und dann geben wir ihm ja einfach mal wieder alles, was wir haben, so drauf. Und er wird einfach direkt wieder von dem Jack umgerannt. Und stirbt einfach nur. Das ist doch schön.
Sollen wir hier mitnehmen? Ah ja, Thea sollen wir mitnehmen. Wahrscheinlich damit die sich nicht mehr verteidigen können hier. Kann ich die immer noch antreiben? Nee, kann ich jetzt natürlich nicht mehr. Schade. Wäre eigentlich eine ziemlich coole Idee gewesen, jetzt einfach nur noch mit diesen Viechern da zu bekämpfen. Ist eigentlich jetzt mein Dings ist auch auf Cooldown, ja. Schade. Alles auf Cooldown, was mich heilen kann. Finde ich natürlich nicht so geil. So. Gucken wir mal hier rein. Wie sie da alle ankommen, ey. Wie sie da alle ankommen. Okay, jetzt brauche ich mal Inferno. Stun sie! Wie auch immer ich das überlebt habe, musste halt irgendwie zu viele Cooldowns für meinen Geschmack benutzen. Aber tot ist tot. Ja. Hat funktioniert. Ich habe meinen Soll erfüllt. Und mein Inferno bleibt jetzt hoffentlich nochmal ein bisschen bei mir. Und hilft mir nochmal ein bisschen mit. Ach, da ist sogar noch einer, der gerade questet hier. Na komm, Infernal, ich glaube, du kannst dich jetzt langsam auch verpissen wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange bleibt es denn noch? Ist da irgendwie ein Timer drauf? Nee. Das sehe ich nicht, diesen Timer. Wann das Infernal geht. Es wird aber jeden Moment soweit sein. Ach, Infernalchen, bleib doch noch einen Moment. Wir haben uns doch alle lieb. Bleib bei mir und fick meine Feinde in die Fresse. Mach das, tu das. Du willst das. Ja, anscheinend willst du es nicht. Dann eben nicht. So, wir haben jetzt den Kram gesammelt. Und dürfen jetzt hier weitere Quests annehmen. Rot sehen und was ist das andere? Wir sollen Ranger retten. Und hier ist Katak, der ja, Besiegte. Der von uns möchte, dass wir ihn zurückbesiegen. Ja, kennen wir. Ja, komm, mein Freund. Hier, nimm. Ich find's halt schön, wenn das einfach mal echt Hälfte seines Lives dann abzieht. Das Horn ist schon ein sehr, sehr starker Cooldown. Okay, ich hab den Schlüssel nicht. Ich soll doch hier eigentlich auch irgendwas kaputt machen von den Dingern, oder? Ist das nicht hier dieses Ding? Nee, irgendwie nicht, ne? Ach, da diese Ballista davor. Ah, da vorne stehen die. Okay. Na komm, stirb einfach. Danke, das ist freundlich. Ja, Schlüssel droppen die natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ah, komm, aber der geht gut down. Na komm. Fall um. Die fallen nicht mehr ganz so um wie Fallobst, ne? Leider. So. Da habe ich jetzt zwei Ballistas sogar mit erwischt. Ja, da vorne halt nicht. Einer steht da noch. So. Ah, ich habe jetzt einen Pandaren-Kumpel, der mir hilft. Mein Bro-Lege hier. Ja, ist doch auch schön. Und den weiteren Schlüssel bekommen. Kann man wieder Leute freilassen. Das freut doch auch. Und da oben ist auch wieder einer, den ich töten muss. Müssen auch töten. Ach komm, wir nehmen einfach mal mit. Na, komm ran. Lange. Ich habe ja noch mein Trinket, das ich ziehen kann. Dann können wir gerade mal ein bisschen was hier mitholen. So, das Trinket macht das schon, glaube ich. Trinket! Trinket hat irgendwie gerade nicht so Bock, habe ich das Gefühl. Ah, Trinket hat irgendwie so... Oh, komm, die... Da, die fallen doch um. Drei Steinschlüssel bekommen. Ist auch schön. Jetzt kann ich hier oben noch ein paar Ballistas kaputt machen, ohne Probleme. Achso, kann ich nicht machen, wenn ich mich bewege. Da muss ich kurz stillstehen. Sind sogar genügend Ballistas hier oben. Hä? Habe ich mich jetzt gedreht hab hier oder was? Ach Gott im Himmel. So, wie viele Schlüssel. Achso, wir sollten nur noch. Wir sollten sowieso nur vier von denen retten.
Ach komm, die Quest, wisst ihr was? Die Quest mache ich noch schnell fertig. Das ist ja jetzt nicht so die Masse an Arbeit. So einen Käfig nochmal aufzumachen. Und einen von diesen Viechern hier noch zu töten. Wo steht er denn? Anscheinend hier drin. Nee. Okay, Lin ist tot. Das tut mir sehr leid für seine Frau. Und was brauche ich jetzt noch? Ich muss nur einen töten. Er ist in diesem... hier drin in dieser Hütte. So, meine Jungs machen das aber auch. Ja, kannst ruhig dann einen Scheiß hier machen, kein Problem. What is it? So, dann sind wir fertig mit den Quests. Und können Mountain und sie abgeben. Ja, dann haben wir, glaube ich, den Hordler fast eingeholt. Wir sind da noch hinten, noch ein bisschen hinten dran, aber nicht mehr ganz so viel wie eben noch. Wir können hier jetzt mal das noch abgeben. Das noch abgeben. Und die noch abgeben. Okay, wir sollen hier noch jemanden töten. Das machen wir später. Das ist Trinket, Trinket. Hose. Gut, das machen wir in der nächsten Episode, das Töten. Von daher sehen wir uns dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.